Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Yannick an. Dieser hat über Car2Go geschrieben, welches er mit 4,9 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Car2Go – Erfahrungen und Test – Carsharing in Deutschland. Viele finden sich vielleicht in dieser Situation wieder. Für ein eigenes Auto braucht man es zu wenig und komplett auf ein Auto zu verzichten, ist auch irgendwie nicht möglich. Vielleicht fahren aber auch einfach nur keine passenden Züge. Man ist mal faul oder man möchte den Einkauf nicht schleppen und ein Auto ist die Lösung. Genau dann kommt Carsharing mit Car2Go in Frage. Man kann sich ein Auto mieten ohne Mietstation. Wie genau das funktioniert und welche Car2Go-Erfahrungen ich bisher machen durfte, will ich euch heute schnell erzählen. Was ist Car2Go? Car2Go ist flexibles Carsharing. Carsharing bedeutet übersetzt Auto teilen. Das heißt, man teilt sich sein Auto mit einer weiteren Person. Sein Auto zu teilen bedeutet, dass man Kosten sparen kann. Car2Go verleiht Autos ohne eine feste Mietstation. Das heißt, man mietet ein Auto und kann es abstellen, wo man möchte, solange es im Geschäftsbereich liegt. Wie funktioniert Car2Go? Das ganze System läuft über eine App, die man sich kostenlos herunterladen kann. Da muss man sich dann anmelden und mit seinen Daten, unter anderem Führerscheindaten, registrieren. Sobald man die App öffnet, sieht man sofort, wo Autos gerade zur Verfügung stehen. Hat man sich ein Auto ausgesucht, so kann man es für bis zu 30 Minuten vor Abfahrt reservieren oder direkt einsteigen und losfahren. Man muss sich lediglich noch mit einem QR-Code und seinem Führerschein ausweisen und validieren. Sobald man das Auto nicht mehr braucht, stellt man es einfach ab. Einzige Bedingung? Es muss im Geschäftsbereich liegen, da einem angezeigt wird und es muss auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt sein. Private Parkplätze oder Firmenparkplätze sind ausgeschlossen. Parkt man dennoch dort, können weitere Kosten entstehen, die der Fahrer zu tragen hat. Die Car2Go App. Die App ist komplett kostenlos. Sie ist verfügbar im Apple Store für iOS-Geräte, im Google Play Store für Androids, im Windows Store und auch in der BlackBerry World. Car2Go Tarife. Es gibt 4 Tarife, die dem jeweiligen Auto angepasst wurden. Im Smart-Tarif, wo man einen Smart fährt, zahlt man ca. 0,24 Euro die Minute oder 13,99 Euro die Stunde oder 79 Euro für den kompletten Tag. Bei einer A-Klasse kommt man auf 0,31 Euro die Minute, 16,99 Euro die Stunde oder 99 Euro für einen Tag. Die B-Klasse kostet 0,34 Euro die Minute, 19,99 Euro die Stunde oder 109 Euro am Tag. Die letzte Klasse, CLA oder GLA, liegt preislich gesehen genauso wie die B-Klasse. Weitere Kosten. Man muss einmalig eine Validierungsgebühr von 9 Euro tragen. Es wird eine Flughafenpauschale von 4,90 Euro für Berlin, Köln, Düsseldorf, Hannover, Frankfurt und Stuttgart berechnet und für München von 12 Euro. Ab dem 201 gefahrenen Kilometer wird ein Langstreckentarif fällig von 0,29 Euro pro Kilometer. Car2Go Deutschland und weitere Einzugsgebiete. Car2Go hat in Deutschland in den folgenden Städten Autos zu vermieten. Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart und Rheinland. International vermieten sie in Kanada, China, Italien, Niederlande, Spanien, USA und in Österreich. Häufige Fragen. Kostet die Mitgliedschaft etwas? Nein, man muss nur einmalig die Validierungsgebühr zahlen. Wie hoch ist die maximale Mietdauer? Man kann maximal ein Car2Go-Auto für 24 Stunden fahren. Car2Go Deutschland – Erfahrungen. Das Prinzip von Car2Go finde ich extrem praktisch. Wenn man weiß, dass man einen ganzen Tag ein Auto braucht, dann empfiehlt es sich wahrscheinlich nicht. Wenn man das vorher schon plant, dann kann man sicherlich günstiger einen Wagen bekommen, über eine Mietstation. Das hat aber wiederum den Nachteil, dass das Auto auch dort wieder hingebracht werden muss. Wenn man ein paar Euro mehr ausgeben will, um den Luxus zu haben, dass man es auf öffentlichen Parkplätzen abstellen kann, dann lohnt sich wieder das Car2Go. Richtig lohnenswert ist es aber dann, wenn man es spontan braucht und das vielleicht sogar nur für 15 Minuten. Es gibt nämlich keine Mindestmietdauer. Das heißt, man kann es theoretisch nur für 5 Minuten nehmen, weil es gerade angefangen hat zu regnen und es stand gerade um die Ecke ein Auto, was einen nach Hause bringt. Ich komme übrigens aus dem Raum Frankfurt, wo man schon einige Car2Go Smart sieht. Die ganze Sache funktioniert brillant und einfach. App herunterladen, anmelden und validieren. Lediglich für den Validierungsprozess muss man einmal an einer bestimmten Stelle sich ausweisen. Das müssen Sie so machen, aus rechtlichen Gründen. Wenn ich mich korrekt erinnere, muss dieser Prozess auch spätestens alle 3 Jahre wiederholt werden. Hat man das aber erst einmal getan, dann ist es so unkompliziert wie eh und je. Die App funktioniert dafür tadellos. Auf einer Karte werden sofort alle verfügbaren Autos in der Nähe angezeigt. Dort kann man sie dann sofort für sich reservieren oder wenn man schon in der Nähe ist, steigt man einfach ein. Am liebsten bin ich hier in Frankfurt mit dem Smart unterwegs, da ich meistens nur von A nach B gelangen will. Reichen sie mir völlig aus und sie sind am günstigsten. Da es aber teilweise hier auch sehr eng zugeht, was Parkplätze betrifft, kommt mir die kleine Größe auch noch sehr gelegen. Die Autos sind in der Regel immer sehr gepflegt und man sollte auch darauf achten, dass man sie sauber wieder hinterlässt. Für mich sind an einigen Tagen diese Autos einfach nur perfekt. Ein eigenes Auto möchte ich nicht, weil mir das zu teuer ist.
Die öffentlichen Verkehrsmittel sind gut, aber erreichen auch nicht immer alles das, was ich erreichen muss. Car2Go ist dann zur Stelle. Ich bin sehr zufrieden mit dem bisherigen Service und werde es weiter nutzen. Viele aus meiner Studentengruppe habe ich auch schon damit angesteckt. Ich bin sehr gespannt zu sehen, ob bald noch weitere Großstädte aufgenommen werden. Da es in Deutschland zwar schon recht verbreitet ist, aber es gäbe sicherlich noch große Städte wie zum Beispiel Köln, wo das Angebot auch sehr gut aufgenommen werden könnte. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.